Hallo Mitmenschen und willkommen zurück zu Mega Man ZX. Beim letzten Mal haben wir diesen komischen Riesen-Anker-Kraken-Tentakel-Vieh besiegt und sind allerdings noch gar nicht aus dem Gebiet entkommen, weil aus aufnahmetechnischen Gründen ich die Folge beenden musste. Bevor ich hier abhaue, möchte ich aber doch noch zeigen, was uns diese Erweiterung gebracht hat, nämlich einen Eisdrachen, der Ziele verfolgen kann. Ja, diese Mistviecher, die mir während des Kampfes ständig Probleme bereitet haben, können wir jetzt auch während des Kampfes benutzen und ich sollte versuchen, hier nicht zu sterben. Denn ich konnte bis jetzt immer noch nicht abspeichern. Ich bin ja direkt hinter dem Boss jetzt quasi. Ja. So, ich könnte jetzt die Geheimdiskette einsammeln, aber ich gehe einfach mal weiter. Denn wenn ich jetzt auf dem letzten Leben wäre, was ich glücklicherweise nicht bin, eins habe ich über, dann könnte es ziemlich blöd enden, wenn man hier drauf geht, weil, ja, wie gesagt, zwischendurch kein Speicherpunkt. Und im Gegensatz zu ZeroEye gibt es auch hier keine Continues, die einen trotzdem an die Anfangsstelle der Mission schicken würden. Nein, hier muss man immer vom Speicherpunkt anfangen, ganz klassisch. So, hier unten lang. Denn wie man vielleicht auch im Level immer gesehen hat, war hier unten auch noch ein komischer Gang, zu dem wir nie hingekommen sind. Und genau das ist nämlich unser Rückweg, den wir jetzt benutzen werden. Und da sehe ich irgend so eine Greifkante. Ich hänge mich da einfach mal mit... zu hoch. Jetzt habe ich mich in die Wand gespießt. Mit Modell P ran. Dann haben wir hier so einen kleinen Transporter, mit dem man sich hier ganz schnell mal fortbewegen kann. Hier sind bestimmt auch irgendwelche Geheimnisse abzuholen. Ja, da stand auch gerade so ein Bodentransporter. Und wie gerne gesagt... Es ist natürlich nicht verlangt, dass wir Modell P an dieser Stelle haben, aber wir haben es und deswegen konnten wir das mal nutzen. Also wer erkunden möchte, was da unten noch zu finden ist, ich weiß es nicht, was da ist. Spiel selbst holen oder jemanden suchen, der es schon mal gemacht hat. So. So und... Und das ist eben auch die Stelle, wo man am Anfang eben nicht reingekommen ist, weil das eben auch der Rückweg ist. Und ja, diese... Dieses ganze Gebiet wird durch keinen Transserver abgeschlossen, sondern es stand eben nur einer zum Abspeichern und Energie holen, ganz am Anfang. Aber zum Transportieren konnte man den nicht verwenden. Also ich versuche weiterhin hier ein bisschen Energie zu schnappen. Und hier schwimme ich mal wieder ganz vorsichtig mit Modell L lang. So, hier unten war glaube ich nichts Besonderes oder diese Lebenserweiterung doch, glaube ich. So, die Typen hier. Nerven immer noch so, aber um erstmal sicher zu gehen und um dieses Gebinge loszuwerden, erstmal hier schön hinstellen, Missionsbericht, schön. So, Mission erfüllt. So muss es sein. Weitergelaufen. Gebiet J. Ja, kennen wir. Hier, boah. Ja, wäre mir das passiert, bevor ich den Transserver erreicht hätte, wäre es natürlich ziemlich blöd gewesen, ne? So, und bei diesem Spiel im Gegensatz zu ZeroEye ist es ja so, dass man hier immer, wenn man Transserver tritt, auf zwei extra Leben aufgestockt wird. Und deswegen habe ich schon wieder eins, weil ich gerade eins geschenkt bekommen habe und jetzt nochmal. Jo, und damit ist das auch wieder erledigt. Deswegen immer fein, wenn man zu wenige Leben hat, in den Transserver nochmal reingehen. Dann hat man aus irgendeinem Grund keine Probleme, wenn man stirbt. Also immer schön abspeichern hier. Ja. Hui. Na gut, damit verlassen wir wieder das Wassergebiet. Und ich muss zurück zum Transserver am Anfang. Die Höhle verlasse ich nochmal hier durch. Die Kristalle nehme ich mal mit. Ja, die nerven so sehr. Ich hau die gleich nochmal kurz und klein. Und um es nochmal zu zeigen, in all seiner Pracht. Der Eisdrache, den wir beschwören, und der zielt eben auf Feinde ab. Lebt aber auch nicht ewig, aber haut schon ganz gut rein und wie gesagt, Ziel verfolgen. Das heißt, kann man so neben sich her schweben lassen. Ah, Sprache. Schaffe ich es da überhaupt rüber? Versuch mal, kann ich hier so? Nee, ich kann nicht von Leitern abspringen, ich kann mich nur fallen lassen. Ja, konnte Sio auch nicht besser. Moment, die Energie. Ja, genau. Die Energie hätte ich jetzt gerne, aber möglichst, wenn ich Vollenergie habe, damit mein Zapdring aufgefüllt wird. Aber ich mache es die ganze Zeit nur noch schlimmer. Ja, der hat auch nicht geholfen. Was mache ich denn hier gerade? Komm schon. Ja, jetzt hilft mir... Na,
Ach gut, ja, schön von mir aus. So, ich nehme das Ding jetzt mit. Lauf hier runter und renne wieder raus. Gut, was ihr haben wollt. Kann ich meinen Subtank erstmal vergessen und muss meine Energie am Transfer auffüllen. So, und zudem sprinte ich jetzt mal schnell zurück. Das sind hier ein paar Meter. Müsst ihr euch ja nicht nochmal antun, der Weg ist ja bekannt. So, da bin ich auch endlich beim Transfer angekommen und ja, ich habe Modell H genommen, um jetzt ein bisschen schneller sprinten zu können. Tatsächlich müssen wir diesmal aber nicht ins, Waldgebiet mehr, denn dort haben wir jetzt alle Sachen abgehandelt. Diesmal müssen wir tatsächlich mal wieder in die Stadt und der Zugang befindet sich am Ende von Gebiet B. Und genau deswegen teleportiere ich mich dahin und schnappe mir gleich mal die richtige Mission. So, das hier wollte ich als letzte Mission machen, wenn ich jetzt die Missionsnamen nicht völlig durcheinander gebracht habe. Und wir wollen jetzt Ausgräber angreifen. So. Im Gebiet K wurde eine Sliver-Einheit gesehen. Sie gräbt dort etwas Großes aus. Ein Pseudoroide mit einem Biometallfragment überwacht die Arbeiten. Begib dich ins Gebiet K, nimm dem Pseudoriden das Biometall weg. Jo, genau da wollte ich hin. Denn da ich ja das Schattenmodell für den Schluss aufheben möchte, kommt jetzt eben die Komplettierung des Feuermodells. Und um einfach nochmal seine ganze Schönheit zu zeigen und vielleicht nochmal ein paar Druiden herauszufordern, die uns in dem Weg begegnen. Ja. Ach übrigens, hier ist eine grüne Tür, die können wir betreten, seitdem ich Hierwold besiegt habe, also der uns das Modell H zum ersten Mal gegeben hat. Haben wir eine grüne Schlüsselkarte gekriegt. Die brauchten wir ja nicht, um das nächste Gebiet zu finden. Denn da konnte man ja einfach direkt durchlaufen. Aber dafür hat man halt Zugriff auf diesen kleinen Bonus. Ein paar E-Kristalle und ein Leben nochmal extra. Feine Sache. Ja, aber viel mehr ist ja auch nicht. So, wieder raus. So, wie gesagt. Auf zu Gebiet K. Dazu müssen wir hier, glaube ich, eine gelbe Tür irgendwo finden. Die... Achso, das zeige ich hier auch noch mal kurz. Wir können ja die Busse hier mit unserer elektrischen Kraft jetzt anschieben auch. Also normalerweise konnten wir sie ursprünglich ja nur zerstören. Aber mit der Stromfähigkeit können wir sie auch eben antreiben lassen. Und dann kommen wir hier unten rein und noch mehr Boni einsammeln. Wobei ich gerade ein bisschen mehr daran interessiert bin, die Lebensenergie zu holen, die ja in den Großwäldern alle drinsteckt, sobald ich sie zerstöre, mit Klingenwaffen. Und Modell 11 ist ja der einzige, der nichts kaputt machen kann. Na gut, Bent auch nicht, aber von den Modellen eben. Weil Modell P hat ja zumindest diesen Riesenschuriken, mit dem man ein bisschen was kaputt machen kann, aber alle anderen haben dann eben Klingen und das eben und so weiter. So, hier, Gebiet, gelbe Karte. Zu der konnten wir schon, seitdem wir den Wächtern beigetreten sind. Das hier sind übrigens, ja, ist so eine Laterne mit komischen gelben Blättern. Wenn wir uns mal in Modell P verwandeln, ganz heimlich, sieht man, dass das da oben alles Feinde sind. Und wenn man auch ganz leise ist und ganz vorsichtig zielt, kann man sie auch abschießen. Hier, irgendwelche als Blätter getarnten Roboter-Dinger, die einen kaputt machen wollen. Und da hat jemand ein Wash-Auto. Vom guten alten Mega Man, der Wash, der Roboterhund. Na, was hast du denn zu sagen? Du machst mir Angst, geh weg! Wieso? Ich nur weil ich hier riesige Kanonen habe, die größer sind als dein Kopf. Ja, na gut. Hat er denn sonst noch irgendwas Brauchbares zu erzählen? Hey Onkel, bist du nicht einer von diesen Boten? Wo ist denn dein Motorrad? Hä? Ein paar Schurken haben es zerstört? So ein Pech. Ich kann dir mein Auto leihen. Okay, fahren wir los. Yeah! Okay, also wenn wir das Auto benutzen können, habe ich keine Ahnung, oder? Kann man damit Strom hier irgendwas? Nee. Nö, keine Ahnung, was man damit machen soll. Und da oben könnte ich mein Subtank vollständig auffüllen. Problem ist, wenn ich so versuche hochzukommen, schaffe ich es nicht ganz. Was man bei solchen Kanten, wo man nicht ganz rankommt, auch immer probieren kann, ist hochzusprinten und sich in der Luft schnell zu Modell P zu verwandeln. Ich glaube, das reicht für diese Stelle aber gerade so nicht aus. Und wie man sieht, hier komme ich mit Modell P auch nicht hoch. Aber wenn ich Modell H nehme und mich hier mit Modell P schnell festhalte und von hier oben nochmal Modell H nehme, bin ich oben. So, da ich nicht die gesamte Energie brauche, um den Subtank aufzufüllen, kann ich ja nochmal ein bisschen E-Kristalle nebenbei mitschnappen. So, und dieses äußerst einladende Gebiet ist unser nächstes Ziel.
So, hat der Typ hier noch irgendwelche aufmunternden Worte für uns? Danke, dass du mich aus dem brennenden Gebäude gerettet hast. Ohne dich wäre ich jetzt Grillkohle. Ja, also die meisten Menschen, die auf dem Weg hier zum Feuergebiet liegen, sind eben die Typen, die wir aus dem ersten gerettet haben. Einfach so nochmal als Erinnerung, dass wir irgendwas bewirkt haben, so. So, und von nach Grill, nee, Fistlio haben wir die rote Karte bekommen und damit kommen wir jetzt ins zweite Feuergebiet. Es sieht aus, als setze der Grabungsplatz sich unterirdisch fort. Versuche nach unten zu kommen. Gebiet K. Oh, welch schöner Ort. Und eigentlich ziemlich gefährlich und auch ziemlich schwierig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Gebiet, also das letzte Gebiet vom Schatten ist auch nicht einfach, definitiv nicht. Ich würde vielleicht sogar eher sagen, dass Gebiet K hier schlimmer ist, aber ganz eindeutig ist es nicht. Es gibt auch bei dem letzten Schattengebiet ein paar schlimme Stellen, aber doch, Gebiet K liegt sich sehr gut an dabei. Also erstmal diese riesigen Kanonen, die uns überall im Weg stehen. Hier oben dürfte nichts Besonderes sein. Außer wieder eine von... Oder? Hatten wir die schon mal? Auf jeden Fall so eine Kanone, die halt sich zurück drehen und dann mit Schwung zurück irgendwelche Bälle schleudern. Was es hier auch noch gibt, sind eben diese Fontänen. Und diese Plattform sollte man von unten nicht berühren, was die Stacheln schon mal andeuten. Ganz vorsichtig sein. Und was es auch gibt, sind hier irgendwelche Satelliten, die... Oder komische Roboter, die durch die Luft fliegen und von allen Seiten versuchen, auf einzuschlagen. Deswegen benutze ich hier auch ganz gerne Modell L, weil das eben immer in kürzester Zeit am meisten Schaden verspricht. Und da ist es doch mal ganz praktisch. Welche Ironie gilt, das Eismodell im Feuergebiet zu nehmen. So, und dieses Wasser ist zwar jetzt nicht tödlich, aber wir sollten uns sehr schnell daraus wieder entfernen, weil es so heiß ist, dass es uns nach kurzer Zeit Schaden macht. So, hier unten dürfte nichts sein. Nee, deutet ja auch unsere Objektsuche auf dem Touchscreen an. Hat man ja immer so einen kleinen Ausblick, was über dem Bildschirm hinaus passiert. Zum Beispiel, dass da unten eben ein Abgrund war. So, und ich springe natürlich immer aus dem Wasser sofort wieder raus. Auch wenn Modell L das Wasser sehr gerne hat, dieses nicht. So, die ganzen Schwenkarme hier mal ein bisschen aus dem Weg räumen. Hier oben, da gibt es noch eine Geheimdiskette. Und um es nochmal zu verdeutlichen, ja, mit Modell P erkennt man sogar hier einen geheimen Weg. Das wäre eben auf Gebiet Modell L eben noch nicht spannend. So. So, abwärts. Weiter in dieses Gebiet hinein. Das sieht seltsam aus. Das auch. Das war ich nicht. Das war eine Sequenz. Das sieht nicht gemütlich aus. Das sieht gefährlich aus. Ja, wir sind gerade quasi in einen, ich weiß nicht, ob es direkt ein Vulkan ist, aber auf jeden Fall in eine sehr ähnliche Situation geraten. Haben hier Lava unter uns, sind in einen Krater gefallen. Besser geht's nicht. So, und bei diesem komischen Lavavieh ist nur der Helm von dem Roboter angreifbar. Warum auch immer die Lava sich einen Helm von einem anderen Roboter als Schwachstelle ausgesucht hat. Hätte sie das nicht getan, wäre die Lava dann unverwundbar oder was? Jedenfalls, nur der Helm ist zerstörbar und solange der Helm nicht offen liegt, können wir da auch nichts machen. Ui. Und ich muss deswegen immer warten, bis eben der Helm offen liegt. Und wie man sieht, versucht die Lava mich zu erschlagen. Und ich komme kaum zum Angreifen und ich bin schon mal auf Modell H gewechselt. Weil speziell, sobald man den Feuerschlag hat, kann man da doch recht viel Schaden raushauen. Ich habe gerade mit einem solchen Tornado hier die Hälfte des Schadens gemacht. Und der Helm fällt natürlich genau darunter, wo man steht. Und mal kommen die Fäuste sonst wo raus. Natürlich, na gut, also dort, wo man halt steht. Oder das Flammenvieh taucht dort auf, wo eben der Helm liegt. So, dann schnell ausweichen, zurück. Tornado natürlich an der falschen Stelle setzen. Und ich dachte, das Lavavieh wird sich beim Helm wieder zusammensetzen, aber hat es natürlich nicht getan. Sondern es hat sich eher darum gekümmert, mich mal umzubringen. So, manchmal fällt es sofort zusammen. Und ich kann mich gerade nicht festhalten, weil die Erde zu stark bebte. Aber ein gut gesetzter Tornado macht schon die Hälfte weg, das ist gut. Und jetzt den zweiten. Und fast. Gut, den letzten noch mit irgendeiner Schlagkombo fertig machen. Ui. Und ja, das ist eins der
schwierigen Sachen an diesem Gebiet, dass wir immer auf diesen Miniboss treffen, sobald man hier irgendwie durch will. Und der ist nicht ganz so einfach. Schon mit Modell H habe ich den Kampf nicht schadlos überstanden. Zum Glück ist die Lava abgeflossen, bevor der Boden zusammengebrochen ist. Juhu! Oh, hier ist ein Typ, das wusste ich gar nicht, weil ich meistens ja ohne Mission hier lang spiele. Und wer wissen möchte, was hier links ist, der schaut ganz einfach mal auf Gebiet L, also Modell L natürlich, springt mal so kurz rüber und sieht, da ganz hinten links ist sogar eine Wand. Also jetzt nur auf dem kleinen Bildschirm da rechts sichtbar, dass da ganz hinten eine Wand ist. Und wenn man mal versucht, mit Modell H da hinten hinzukommen, würde man ganz schnell merken, dass diese Wand außerhalb des Spielbereichs ist. Das heißt, man würde gegen eine unsichtbare Wand fliegen und in die Lava fallen. Also ich würde nicht empfehlen, dahin zu fliegen. Das ist mal eine gemeine Stelle. Normalerweise kann man ja mit Modell H auch so eine Sachen vorhersehen, aber hier lockt es einen quasi in den Tod einfach los. Na gut. Wir sind hier, um die Falle in diesem Gebiet zu überprüfen. Berichten zufolge gibt es im nächsten Gebiet einen Lavastrom, der alle Eindringlinge mit sich reißt. Die Lava tötet dich, wenn du mit ihr in Kontakt kommst. Ja, gut, dass wir das jetzt wissen. Lava tötet. Und ja, darauf sollte man aufpassen. Okay, diese kleinen Hover-Dinger versuchen uns abzuschießen. Setz dich mal auf den... Aua, ich wusste nicht, dass er im Sitzen auch weiter schießt. Ah! Ja! So. Und wenn das Ding in Lava kommt, dann kannst du die irgendwie absaugen und noch schlimmere Schüsse verteilen. So, und wenn ich zum Beispiel jetzt nicht Modell H oder P hätte, würde ich hier zum Beispiel auch nicht hochkommen. Und das hier ist so ein Zusatzgebiet, wo man sich noch eine kleine Belohnung abholen kann, die ziemlich schwer zu erreichen ist. Aber darum werden wir uns erst später kümmern, denn der Weg ist sehr umständlich und würde ein bisschen zu viel Zeit fressen für diese Folge. Also so ein paar Nebenmissionen und Zusatzdinge, so wie dieses Zusatzding hier, werden wir mal in einer anderen Folge machen, aber erstmal versuche ich die Hauptmission zu bestehen. Die ist schon schlimm genug, kann ich euch versprechen. Denn wie der Typ sagte, ein fließender Lavastrom wird nicht ganz so gemütlich sein. Okay. Und was hier noch wichtig ist im Gebiet K zu wissen, dass hier gelegentlich diese Lavaströme auftauchen. Und die kann man zum Beispiel mit den Elektrofähigkeiten vom Modell H wieder kaputt machen. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr hier lang kommt, Modell H zu haben, wie immer, weil Modell H sehr praktisch ist, aber hier sehr. Denn Modell H hat ja die Elektrofähigkeit, wenn ich den Overdrive aktiviere. Und wenn Gegner paralysiert sind von den Dingern, kann ich ja Gegner berühren, ohne verletzt zu werden. Und warum das praktisch ist, seht ihr gleich. Denn ich glaube, hier geht's auch los. Da kommt jetzt nämlich so ein riesiger Lavastrom von links angeschossen und wir müssen jetzt ganz schnell durch das Gebiet sprinten, ohne zu sterben. Und normalerweise hätte man noch 3 Sekunden mehr Zeit, weil ich ja jetzt blöderweise nach links gelaufen bin. Um es mal kurz zeigen, Lava darf man nicht berühren, dann ist man tot. Und die Feinde hüllten einen natürlich auch und deswegen sind Paralysefähigkeiten sehr praktisch, aber ich heb sie mir noch kurz auf. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir noch einen anderen Raum überleben müssen und ja, das macht nichts. Denn hier ist es genau der gleiche Fall, dass wir hier nochmal durchspritzen müssen und die Lava verfolgt mich von hinten. Ich zeige das jetzt mal kurz nicht und hier rüber und in dem komischen grauen Zeug versinken wir. Und jetzt kommt noch die Lava in den Weg und die darf man natürlich auch nicht berühren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und jetzt habe ich keine Elektro... Fähigkeiten mehr, aber ich versuche trotzdem mit Modell H hier durchzukommen. Also ohne Modell H wird es nochmal ein ganzes Stück schwieriger. Das habe ich jetzt nicht großartig versucht, weil ich das Ding immer dabei habe. Also immer schön hochspringen, in der Luft sprinten und aufpassen, wo man landet und schnell allen Gegnern ausweichen. Ja, genau. So, und hier ist die schlimmste Stelle. Oh Gott. Weil ohne Elektrofähigkeiten kommt man über die Lavasäulen kaum rüber, weil die viel zu hoch gesetzt sind an der Stelle. So. So. Gut. Ich setze... kurze Unterbrechung. Ich setze nochmal einen Safe State, weil hier gleich der Boss kommt. Bis gleich. So, bevor ich mich zu unserem Boss hineingeselle, würde ich nochmal kurz schauen, wie viele E-Kristalle ich habe. Über 2000. Nee, dann würde ich... Deswegen habe ich eben diesen Zusatzspeicherpunkt hier, so für mich am Emulator, eben eingestellt,
Denn es ist ja wieder das Problem, wenn es kaputt geht, muss ich es reparieren und von Level 2 zum Beispiel bis Level 4 wieder zu erhöhen, kostet ja 1500. Und ich kann ja auch nicht sicher gehen, ob Modell P heil bleibt, und für ein paar E-Kristalle kann man ja auch für diese Videospiele im Spiel wieder gebrauchen. Deswegen möchte ich nicht riskieren. Das Problem wieder bei diesem Feuerboss, wie auch schon beim ersten, ist, der streckt einem die Schwachstellen quasi entgegen, sodass man fast dazu gezwungen ist, das Biometall kaputt zu machen. Das heißt, auch hier wird es ziemlich schwierig, das Ding heil zu lassen. Ich werde es vermutlich in der Aufnahme wieder nicht hinbekommen. So, aber ich werde natürlich wieder mit Modell H anfangen, damit man auch den Schwachpunkt sieht bei unserem komischen Feuertypen. Und noch eine Sache, wir sind ja eben einem gigantischen Lavastrom entkommen, der eben das Gebiet geflutet hat, wo wir reingegangen sind. Das heißt, wir werden natürlich sterben, wenn wir hier zurücklaufen. Beziehungsweise nein, werden wir nicht. Denn nachdem man den Boss besiegt hat, kann man hier zurücklaufen und ja, man kann das Gebiet passieren, ohne dass ein Lavastrom entgegenkommt. Dafür sind dann eben an ein paar Stellen sind doch ein bisschen mehr Lava vorhanden, weil eben da eine riesige Welle gerade rübergefegt ist. Aber ansonsten ist das Gebiet ganz normal passierbar. Wie gesagt, werden wir uns nochmal anschauen, weil hier sind noch zwei, drei Sachen zu holen, speziell wenn man eine Nebenmission startet. Aber dazu dann später mehr. Gehen wir rein. So, im Zentrum der Ausgrabung und... Ah, ein Maulwurf übernimmt die Ausgrabungen. Wie passend. Hm? Oh, du bist. Du bist doch der, der hier rumschleicht und Biometall klaut. Ich konnte deine Gegenwart schon von weitem spüren. Sie bohrte sich durch den Boden bis zu mir durch. Lord Servant sagte, tief im Untergrund sei ein noch kraftvolleres Biometall verborgen. Aber ich finde nichts. Ich bin Pseudoide, Modell F, Flammole. Ich mach dich fertig, dann ist das gestohlene Biometall wieder in unserer Hand. Naja, gestohlen. Er hat's von uns gestohlen. Wir haben schließlich von Ziel und die wollte es uns eigentlich geben. So, und seine Schwachstellen, also das Modell F mit den Megakanonen, sind seine Kanonen. Ja, ziemlich passend. So, und das Problem ist eben, dass diese Kanonen an seinen Seiten sind und dadurch, dass er sich immer so seitlich hinstellt, sind die quasi immer in unserer Schussrichtung. Und ja, man wird sehen, die hält er uns quasi ständig entgegen. Deswegen werde ich die vermutlich auch ziemlich stark kaputt machen, aber wie bis jetzt immer, die Bosse beim ersten Versuch mit Modell ZX. So, und schon habe ich unser Biometall kaputt gemacht. Jetzt noch einmal und die Flammendinger treffen und, also die Wand klettern da hoch. Und was er ganz gerne macht, hier sich durch Boden und Decke zu schlägeln und dabei immer Felsen mit rauszureißen. Und auch dabei hält er übrigens seine Kanone an den Seiten, weil er sich so komisch herumdreht. So, wenn ich zum Beispiel so ihn mal treffen würde, ja, erwische ich wieder seine Armkanone. Also egal, wie ich jetzt mit Modell ZX hier drauf fliege, nur wenn er ganz normal steht, ohne anzugreifen, jetzt zum Beispiel, das ist der einzige Moment, wo ich mal nicht seine Armkanone treffe. Und vielleicht noch in ein, zwei anderen Positionen, aber normalerweise ständig. Also für einen Level 2 Sieg würde es zumindest noch reichen, aber sonst muss man immer aufpassen, in den Momenten anzugreifen, wo er gerade selbst nicht angreift, dann geht's. So, jetzt wird es mir klar, du bist nicht die, deren Gegenwart ich gespürt habe. Das muss Modell W gewesen sein. Oder war es was völlig anderes? Ja, keine Ahnung, was sie sonst gemeint haben können. Eigentlich sind wir nur auf der Modell W-Suche hier. Haha, was für eine Verschwendung, dass so ein Versager meine Kraft besaß. Tut mir leid, aber es wird eine Weile dauern, bis ich das Passwort wiederhergestellt habe. Keine Sorge, ich verschaffe es dir. Und ja, den ersten Feuerboss können wir jetzt auch wiederholen. Und im Gegensatz zu dem Modell, Modell nicht, Gebiet, J, ja, das Spiel hat es mit Buchstaben, wo wir per Hand oder zu Fuß wieder rausrennen mussten, haben wir diesmal wieder einen Transferer, mit dem man sich zurück teleportieren kann. Feine Sache. Ich schau mal gleich, ob man jetzt auch zurück in das vorherige Gebiet hier laufen kann, also jetzt, wo der Lavastrom uns eben teilweise tatsächlich auch umgebracht hat. Aber irgendwie können wir trotzdem das Spiel weiterspielen, wer weiß, wie das funktioniert. So, tatsächlich, man kommt jetzt zurück und sieht, ja, jetzt kann man hier wieder herumlaufen. Ein bisschen, an manchen Stellen ist der Lava-Level ein bisschen erhöht und so eine Sachen, aber prinzipiell ist das Gebiet jetzt passierbar, ohne dass hier einem was entgegenkommt. So, und diese Lavastürme waren ja das größte Problem, weil man hier ja eben auf den letzten Metern nicht rüberspringen kann, sondern wirklich höchstens mit Luftsprung oder man muss eben abwarten.
Und wenn man Modell H an dieser Stelle nicht hat, oder auch die Biometallleiste leer ist und man sehr große Probleme hat, hier rüberzukommen, ja, hat man ziemlich große Probleme, wenn die Lava-Säule da gleich hinter ihm ist. Denn dann kommt man da einfach nicht rüber. Denn, ja, muss man halt vorher so schnell gewesen sein, dass man genug Zeit hat, um die Säulen abzuwarten. So, aber auf jeden Fall besitzt ja unser Modell F jetzt nicht nur eine größere Biometallleiste, beziehungsweise bei der nächsten Aufnahme wird sie nochmal ein bisschen größer sein, weil ich den Typ neu herausfordere oder das Ding repariere. Ich glaube, ich werde ihn neu herausfordern, weil sonst mein ganzes Geld wieder fast leer ist. Aber wie immer haben wir jetzt eine neue Aufladestelle. Normal nach vorne schießen ist immer noch genauso wie vorher. Und bei den anderen Sachen ist das so, habe ich glaube ich gar nicht erwähnt. Wenn ich die Angriffe auflade, egal ob es grün oder gelb, schießen trotzdem die normalen Fähigkeiten hinaus. Damit ich die zweite Fähigkeit oder diese voll aufgeladene Kraft aktiviere, muss ich auf dem Steuerkreuz nach oben drücken und dann loslassen. Dann werden hier diese Spezialangriffe der stärkeren Art losgelassen. Nur beim Modell F, also natürlich bei ZX ist es auch anders, da wird halt der Angriff losgelassen, den man gerade aufgeladen hat. Aber hier ist es eben so, man drückt nicht nach oben, sondern nach unten und lässt los. Und macht dann diesen charakteristischen Erdbeben-Feuerschlag, den eben der Fifnir auch drauf hatte. Den Angriff benutze ich auch ziemlich selten und wie ich eben auch schon beim ersten Holen vom Modell F gesagt habe, ich brauche die Biometallenergie nicht so sehr, denn Overdrive benutze ich kaum. Und den Feuerschlag, der Nahkampfaspekt von diesem Angriff reicht mir völlig aus, dass eine Flamme rausschießt, ist ein netter Nebeneffekt. Und hier diesen Bodenschlag noch weniger, weil der funktioniert hier nur auf so ein kurzes Stück vor einem. Und da bin ich meistens schneller, indem ich einfach die Gegner, die vor mir sind, abballere. Ob jetzt mit dem Modell oder mit den Klingen von irgendeinen anderen Fähigkeiten hier. Ja, aber dafür haut der Angriff eben auch deutlich stärker rein. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen mache ich eben nicht, weil man sich dadurch sehr stationär gebunden ist, sag ich es mal so. Macht also mehr Probleme und ja, das ausgebaute Biometall brauche ich hauptsächlich nur, wenn ich mal den Buster Editor da auf dem Touchscreen mal ausarbeiten möchte. Aber da versuche ich dann nochmal ein paar Kombinationen zu zeigen, sobald ich das Ding repariert habe oder besser erkämpft. Aber ansonsten bin ich, wie gesagt, bei F nicht so auf vollständige Biometalle ausgelegt. Bedeutet, ich habe auch kein großes Problem damit, dass man starke Probleme hat, von den Feuertypen die Dinger zu kriegen, weil, wie gesagt, bei denen brauche ich es am wenigsten und da sind sie auch am schwersten zu kriegen, ironischerweise, also passt für mich schon. Und dann hoffe ich doch, dass euch diese Jagd durch diesen Lavastrom und den Vulkan und den Ausgrabungen euch irgendwie gefallen hat und beim nächsten Mal werden wir dann auch unser letztes Passwort besorgen, nämlich die Vervollständigung unseres Schattenmodells. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.